Willkommen, wir sind beim Rangreihenverfahren und das ist ein analytisches Verfahren der Arbeitsbewertung. Also die Zuordnung lautet Arbeitsbewertung und innerhalb der Arbeitsbewertung analytisches Verfahren. Ich schreibe jetzt nur hier zur Einordnung analytisches Verfahren. Was ist Analyse? Analyse ist Zerlegung. Wenn Sie sich das einmal merken, dass Analyse Zerlegung heißt, dann können Sie das sofort entschlüsseln und sagen, der Arbeitsplatz wird in seine einzelnen Anforderungsarten zerlegt. Das sind die analytischen Verfahren der Arbeitsbewertung. Warum macht man Arbeitsbewertung? Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Einmal, um sowas wie einen richtigen Lohn zu finden, richtig in Gänsefüßchen. Und zum Zweiten, um das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes und das Leistungsprofil des Arbeiters optimal in Übereinstimmung zu bringen, das heißt, den richtigen Mann an den richtigen Platz zu setzen. So, und nun kommt das Vorgehen beim Rangreihenverfahren. Das Grundprinzip des Vorgehens ist das Prinzip der Reihung, wie der Name uns schon verrät hier. Ja, wir kennen das Prinzip der Reihung und wir kennen das Prinzip der Stufung. Stufung heißt, dass man vorher ein Ordnungsschema definiert und dann die Anforderungsart oder den gesamten Arbeitsplatz bei den summarischen Verfahren diesem Ordnungsschema zuordnet. Das ist das Prinzip der Stufung. Prinzip der Reihung bedeutet, dass man in diesem Fall die Anforderungsarten in eine Reihung, in eine Rangfolge bringt und bei den summarischen Verfahren den gesamten Arbeitsplatz aufreiht. Das Vorgehen ist hier mehrschrittig. Ich nenne es mal 1 Vorgehen und mache dann 2 Vorgehen und 3 Vorgehen. Zunächst einmal das Prinzip der Reihung. Für jede Anforderungsart einzeln, ja, vorher hat man zerlegt in die Anforderungsarten, zum Beispiel nach dem Genfer Schema, für jede Anforderungsart einzeln, wird eine Rangreihe gebildet. Statt den Arbeitsplatz als Ganzes aufzureihen, wie bei den summarischen Verfahren, wird es hier pro Anforderungsart gemacht. Und zwar auf einer Skala von 0% bis 100%. Also hier hat man in der Tat ein Messsystem im Hintergrund, was die Sache etwas erleichtert. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt. Zwei Vorgehen, immer noch das Vorgehen. Jede Anforderungsart wird gewichtet. Jede Anforderungsart wird gewichtet. Ja, hier macht man also die Gewichtung schon automatisch. Beim Stufenwertsachverfahren ist es auch möglich. Hier ist es sozusagen Teil des Vorgehens standardmäßig. Und dann kommen wir zu Schritt 3 des Vorgehens, nämlich der Wert jeder Anforderungsart. Woher haben wir den? Das ist unser Skalenwert auf der Skala von 0 bis 100. Wird mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Ja, ein Vorgehen multipliziert, ein Vorgehen, das Sie kennen vom Scoring-Modell. Diese Werte werden dann aufaddiert. So, das sind die 3 Schritte des Vorgehens. Und auch hier wieder Bewertung. Typische Prüfungsfrage, meistens in Teil C einer Aufgabe. Nennen Sie Vorteile, nennen Sie Nachteile, erläutern Sie Vorteile, erläutern Sie Nachteile. Also schauen wir uns das mal an. Vorteil.
habe ja in meiner Vorlage zunächst mal nur einen Vorteil. Genau, das Ganze ist sehr genau. Das Ganze ist, jetzt müssen wir ein bisschen Fantasie, nachvollziehbar. Ja, man kann diese Schritte nachvollziehen. Ne? Wenn man das Ergebnis sieht, kann man sagen, aha, als erstes hast du das gemacht, als zweites hast du das, als drittes, okay, stimmt das mathematisch, dann kommt es zu dem Ergebnis, okay, ist nachvollziehbar. Ne? Da haben wir schon mal zwei Vorteile, da sind wir schon mal berechtigt, hier wieder ein E hinten dran zu hängen. Ja, man muss ein bisschen, man braucht so ein bisschen Kreativität hier, ne? Wenn da steht, nennen Sie zwei Vorteile, nennen Sie zwei Nachteile. Genau ist was anderes als nachvollziehbar. Ne? Also beides gibt auf jeden Fall Punkte. Es ist nicht das Gleiche. Ne? Und dann haben wir Nachteile. Nachteile, auch hier wieder manipulierbar. Das habe ich schon beim Stufenwertzahlverfahren gesagt. Warum? Man kann zum Beispiel die Gewichtungsfaktoren manipulieren. Man kann auch die Skaleneinordnung manipulieren. Also es ist sehr ähnlich wie das Stufenwertzahlverfahren. Ja, wo man das auf der Skala hinschiebt, na, um diese Reihung zu bringen, ist ja dann wieder subjektiv. Na, und das ist dann wieder manipulierbar. Und ja, also manipulierbar. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen fantasieren. Gewichtung und Rangreihenplatz. Ja, das ist also das, was man auf der Skala dann bekommt. Subjektiv. Ja, dadurch wird die Sache dann manipulierbar. Jetzt könnte man vielleicht dann schreiben, dadurch manipulierbar. Ne? Also man könnte das dann darunter ziehen und sagen, dadurch manipulierbar. Ja, und schon hat man wieder zwei Punkte hier und nicht nur einen. Ja. Gewichtung subjektiv, Rangreihenplatz subjektiv, kann man auch noch versuchen, aus diesem hier zwei Punkte zu machen. Das muss man entscheiden, auch wie viele Punkte dann oder muss der Prüfer dann entscheiden, wie das bewertet wird. Hängt auch von den Punkten ab, die am Rand stehen und so weiter und so weiter. Na, aber man sollte schon entsprechend dem Gedanken des Stufenwertzahlverfahrens, wenn da steht, nennen Sie zwei Vorteile, sollte man eben auch zwei Vorteile nennen. Und wenn da steht, nennen Sie zwei Nachteile, sollte man zwei Nachteile nennen. Wenn dort steht, erläutern Sie, dann sollte man es in der Tat genauer erläutern, sollte man mindestens einen ganzen Satz dazu schreiben. Also das, was ich gerade erläuternderweise gesagt habe, zumindest stichwortartig aufs Papier bringen. Okay, das ist das Rangreihenverfahren. Wir erkennen also das Prinzip, wir kennen es schon am Namen, aber wir erkennen es auch hier, Prinzip der Reihung. So, das war's zu diesem Thema. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.